Unterschätzen wir die Cleverness von Extremisten? An diesem Wochenende ging ein Tweet viral, basierend auf einem Facebook-Beitrag, der 1 Million Mal angezeigt worden ist, fast 400.000 Interaktionen erzeugte. Es ging um einen Dachdecker, der angekündigt hatte, er werde seine Mitarbeiter sofort fristlos entlassen, wenn die es wagen sollten, sich impfen zu lassen. Und die Reaktionen darauf waren der übliche Shitstorm. Manche sagten, wie kann denn ein Dachdecker so verrückt sein, was zu sagen, der wird doch demnächst gar keine Kunden mehr haben. Doch wird er, und die Aktion könnte am Schluss sogar hochgradig lukrativ für ihn gewesen sein. Denn selbst wenn ich von 20 Leuten nur einen einzigen finde, der die gleiche Position habe wie ich, 5% etwa, dann habe ich doch gleichzeitig eine besondere Verbundenheit zu dieser Person, denn dieser hier mit seiner Position fühlt sich von den Schlafschafen um ihn herum ausgegrenzt, alleingelassen und angegriffen, und so hat man eine besonders große Solidarität unter den Gleichgesinnten. Und je abwegiger die Position ist, umso größer ist auch die Solidarität und die Bereitschaft, so jemanden auch zu beauftragen. Und wir sehen in letzter Zeit bei der Corona-Krise, dass manche Leute daraus ein richtiges Geschäftsmodell gemacht haben. Und je abwegiger die Position ist, umso größer ist die Solidarität. Und jeder muss dann für sich gucken, wo habe ich den Sweet Spot? Wo habe ich ausreichend viel Marktpotenzial? Wie extremistisch muss ich denn sein, um die ausreichende Solidarität zu erhalten, um vielleicht auch höhere Preise oder längere Entfernungen meiner Kunden in Kauf zu nehmen? Und so kann es dann sein, dass Extremisten-Marketing am Ende sogar sehr erfolgreich ist.